Hallihallo, da ist der Gusor wieder und dies ist der zweite Teil zu diesem Special. Wie gesagt, ich bin jetzt schon im nächsten Clan. Ich muss mich bei den Leuten entschuldigen, die wirklich gesagt haben, oh hier, wir machen die Pokis noch runter, beziehungsweise was entschuldigen ist zu viel gesagt. Fakt ist, die Pokis sind leider nicht unten und ich bin relativ down to the ground mit 1400 Pokis, kommen natürlich dann in irgendeinen Champ-Clan leider nicht mehr rein. Schade, hier ist leider auch niemand. Stiflas Mom. Bam! Hashtag ich grüße Stiflas Mom. Ja, das waren noch Zeiten, ey. Ja, die Mom vom Stifler. Das war geil. Ja, aber hier passiert wohl, glaube ich, irgendwie gar nichts. Das ist allerdings ein bisschen schade. Aber ihr wart mal in YouTube zu sehen. So, jetzt gucken wir mal. Was mir jetzt aufgefallen ist, was ich vorher noch nie gesehen habe, wo ich einfach auch nie drauf geachtet habe. Die Hashtags sind auch teilweise kürzer. Also manch einer hat da einen längeren Hashtag und manche einen kürzeren. G-Stars nur auf Einladung? Ja, aber Pokis zu hoch. Tut mir leid. Schade. Das ist echt schade. Jetzt kommt die Schweinchen-AG. So, jetzt gucken wir mal, was wir hier haben. Hier hätten wir auf jeden Fall einen Magier, der da noch reinpasst. Da hätten wir alles. Na, alles ist doch ziemlich eine Hexe, oder? Na, einen kriege ich jetzt leider nicht mehr unter. Truppen, thanks. Da gibt's noch eine Hexe. Gucken wir mal, ob wir hier nebenbei schon einen Angriff, einen coolen Angriff haben. Jojo haut raus. Ich würde mal sagen, Jojo hat geiles Ding, Mauerbrecher-Aktion for the win. Ja, das ist doch... Und werden sie alle gekillt? Schade, dass er hier jetzt noch so viel gesetzt hat. Weil, ich denke mal, das wäre sonst eine ziemlich geile, richtige Nummer gewesen. Und dann schön mit dem King reinrotzen. Ich meine, klar, Level 1 bringt nicht viel. Aber ich meine, zumal der hatte echt auch viel Loot. Also, ich hätte jetzt mit allem gerechnet, aber nicht mit einer Mauerbrecher-Aktion. Geiles Ding, cooles Ding auf jeden Fall. Läuft. So, gucken wir mal. Lakaien. Okay, kriegen wir hin. So. Luckys, dann bauen wir Luckys. Ist doch gar kein Thema. Da müssten 3 reichen, ne? Wenn der Gusor richtig rechnen kann. So. Ah, wie kriege ich die jetzt wieder rein? Gusor, Luigi. So, ja. Scheiße. Das ist echt so, das ist nicht geplant gewesen. Kacke, ich muss noch mal kurz einen Angriff machen. Egal, hier Schild brauche ich eh nicht. Ich würde jetzt aber gerne was Einfaches nehmen. Einfach so, dass ich ein bisschen was rauskriege. Nee. Also so 300 von jedem wäre so in Ordnung. Besonders mit den Special Troops hier. Ein 1000er MD, Alex, wäre ziemlich geil. Bloß ich weiß nicht, die Truppen sind ja nun jetzt schon, ja, ziemlich... extravagant. Komme ich in den Bereich reinkommen sollte ich auf jeden Fall. Gucken wir mal, was wir hier machen. Ich würde mal sagen, ich hoffe, dass er hier keine Spells hat. Spells, genau, er hat erstmal Spells. Und genau. Ich glaube aber, ihr wisst, was ich meine. Ich hau hier mal einen Packer rein und setze hier mal meine 2 Witches. Ach komm, das ist doch auch geil, oder? Das kann man sich doch mal geben, oder? Ach, sogar 3 Witches. Sobald die Luftabwehr weg ist, kommt ein Dragon. Und dann hätte ich es ja gerne aufs Dunkle abgesehen. So ein kleines bisschen. Da nochmal ein Packer rein. Mal gucken, was ich in der CB habe. Oh, er hat aber CB auch actionmäßig was drin, oder? Also das ist auch schon ziemlich ins Gesicht. Was war hier? Ach, kommt. Ach, was soll's? Der Gusor haut die Hexen raus. Ich meine, sterben müssen wir sowieso. Deswegen geht's jetzt mit den Hexen super froh. Bäm. Ja, schön den King ragen. So. Wird das hier noch was käsen, die sich noch aus... Doch, ich denke ja. Der Packer dürfte nicht mehr allzu lange tanken. Und jetzt kommt die Queen. Und bitte... Genau, Packer, tanke noch ein bisschen... Aber jetzt geht die Queen gleich down. Aber wir haben das D-Alex so gut wie gezogen.
Alter, wie krass weit der geschossen hat, oder ist das eine Wahrheit, Alter? Hat der weit geschossen? Aber das hat mir gereicht. Ich habe da noch das Dunkle gezogen halbwegs. Ich meine, überleg mal, was ich an Witches verballert habe. Das kann man eigentlich auch keinem erzählen. Aber es ist ein Abo-Special. Ihr sollt's auch mal sehen. Fertig. So, jetzt gucken wir hier nochmal Luckys. Da hauen wir nochmal die Luckys raus. Das ist egal. So, die dunkle Kassette. Ja, aber es ist auch Blödsinn, die dunkle jetzt komplett leer zu lassen. Also, beziehungsweise, wenn ich sie im Push habe, dann kann ich den Push auch nutzen. Zwei Packers. Zack. Aber der Mauerbrecherangriff war ja totally nice. Auf jeden Fall. Der war richtig, richtig fesch. Bin erstmal weiter. Zack, das war's dazu. So, weiter geht's. Gucken wir mal. Ich sehe gerade, mein Luftfeger ist gleich fertig. Bam, Alter, schon wieder ziemlich geil. Obwohl ich ihn ja nicht wirklich brauche, aber gut. In dem Bereich halt bloß noch nicht. Sagen wir es mal so. So, ich bin Mitglied bei den Siegertypen. Das freut mich natürlich super. Zack, zack. Luft außer Heil. Ja, ein Schwein ist Luft, oder? Schwein springt. Gucken wir mal, Mauermonster. Schauen wir mal rein. Level 100. Und da sehen wir halt den Unterschied. Ich sag mal, da sind schon mal. Wir hatten ja zuvor jetzt einen mit 108 gesehen. In dem Video davor war es, glaube ich. Und da waren die Mauern Level 7. So, aber ich würde sagen. Ja, das passt aber auch nicht so ganz, weil der Magierturm ist hier noch sehr low auf 4. Sonst hätte ich gesagt, gut, okay, bist du gerade auf 9, kann aber nicht sein. Dann hättest du nicht die ganzen Mauern schon auf 9. Ja, das passt hinten und vorne nicht so ganz. Also, ich gehe einfach davon aus, gut, du hast gesagt, komm, hier, Mauern, die gehen vor. Ich hätte eher die Dev-Gebäude genommen, die vorgehen. Aber gut, das musst du wissen. Was auf jeden Fall richtig, richtig wichtig ist, um wirklich deine Helden hochzubekommen. Mach bitte deine Bohrer bitte schön maxed. Dann reißen die richtig, dann haben die schöne Stacheln, dann tun die jedem weh und alles ist cool. Teslas sind okay. Das ist jetzt nicht weiter wild. Die sind auf 6. Das passt. Aber wie gesagt, also Mauern natürlich auch mega prall. Ich meine, da bist du theoretisch bist du besser als ich. Kann man nicht meckern. Aber Mauern sind halt eben auch nicht alles. Ansonsten, Base Layout brauchen wir gar nicht drüber reden. Da gibt es einen Daumen nach oben, klar. Eventuell übers Pushen, beziehungsweise übers komplette Upgraden der Minen nachdenken, beziehungsweise eben auch der Sammler, je nachdem, wie man das eben haben möchte. Was würde ich bevorzugen? Ich würde die Queen auf jeden Fall auf 10 machen, weil das ist eine dunkel-Alex-süchtige Sau und die zieht dir beim Gegner immer schönes Dunkle weg, auf jeden Fall. Das ist mein Tipp an dich. Nee, ansonsten läuft das. Yeah, yippie-yay. So, jetzt Giant Wizard. Ja, klar, kriegen wir hin. Hab dich gecheckt. Bam, läuft. So, zack. Na, ja, hauen wir hier wieder Schweine? Denke ich mal. Schweine sind ganz nice. Hexen aber auch. Ich meine, alles, was man selber haben will, das ist ja auch zum Spenden da, oder? Sind wir ehrlich. Wer kriegt schon mal einen Päcker, ist auch schon selten. Selbst Magier sind ja jetzt, klar, sind in vielen Clans Standard. So, ich bin mal weiter. Ich glaube, ich sehe eher noch mein normales Elex flöten gehen als das D-Elex. Ich hätte gedacht, hier, ich meine, klar, ich dachte natürlich am Anfang auch, ich werde ohne Ende Witches rausballern, aber die scheinen ja hier gar nicht so gefragt zu sein. Gut, dass ich da meine Taktik ein bisschen gedreht habe. Läuft, Junge, läuft. Ah, nee, okay, war bei Spielwiese. Ich dachte schon, das wäre natürlich echt übel. Bogis Lakaien, Magier. Ja, und YouTuber.
Ich habe mir vorher einen Screenshot gemacht, weil ich sehen wollte, wie es zuvor mit dem Alex und mit dem Level und so weiter und so fort ausschaut, dass man das dann einfach vergleichen kann, vorher, nachher. Das wird dann später gezeigt. Aber ansonsten haben wir natürlich auch schön viele nachgefragt. Also ich habe knapp 100 Mails. Und das läuft schon auf jeden Fall. Da sind wir. Egal soll das garantiert heißen. Dann machen wir hier mal richtig voll. Dev. Dev ist ein Packer gut, oder? Luki sagt mir was. Also, ich bin ja mal bei der Meinung. Nee. Nee, das passt nicht ganz zu dem Luki, den ich kenne. Zack, wa? Passt schon. So, das soll es auch wieder jetzt gewesen sein. Ich schneide natürlich so noch das, oder ich habe natürlich dann schon das unwichtige Zeug rausgeschnitten. Ich wünsche euch was und ihr haut bitte rein. Ciao, ciao.